Heute zeige ich euch, wie ihr verschiedene Wetter-Widgets integrieren könnt und die Vor- und Nachteile von ihnen. Wir fangen direkt an, diesen hier. Das ist eigentlich nur ein String. Ich habe den String geholt über wetteronline.de, wie ihr hier oben seht. Und dann könnt ihr hier unten die Sprache einstellen, den Ort, was ihr haben wollt, möchtet, dann welche Ansicht, das seht ihr dann gleich hier drüben nochmal, mal sollte es sich aktualisieren, genau, 2 Tage sehen wollt oder 3 Tage und dann bekommt ihr hier unten euren HTML-Code. Also ihr müsst euch hier nirgendwo einloggen oder sonst irgendwas, ist jetzt nicht schlecht, sage ich mal. Diesen Code müsst ihr dann einfach nur kopieren. Dann geht ihr zurück in euren Editor, wählt String Unescaped aus, zieht es rein, macht das Feld ein bisschen größer. Bevor ihr es hier sehen könnt, müsst ihr euch zunächst mal in MyOworker, in den Objekten, ein neues Objekt anlegen. Ich habe das jetzt einmal Wetter und einmal Wetter 2. Seht ihr dann gleich warum, weil beim anderen brauchen wir es auch noch. Ihr müsst hier vorne einfach nur eine Zeichenkette wählen und Lesen und Schreiben erlauben. Mehr brauchen wir hierfür nicht. Also beim anderen ist es dann genau das gleiche. Hier wieder in den Editor. Dann wähle ich hier jetzt das Wetter aus. Habe jetzt dieses hier gewählt. Und wie ihr seht, ist hier dann in diesem Fall auch Berlin. Wenn wir natürlich hier einen anderen Ort wählen, ich nehme jetzt mal München, dann ist hier München. Und ihr müsst dann das gleiche mit diesem Code machen. Kopiere ihn wieder. Diesen kopiere ich hier rein, bestätige es, gehe wieder in den Editor, sage hier wieder Wetter 2, ihr seht es gleich. Und jetzt haben wir hier München. Ihr seht, es ist relativ einfach, dieses Widget zu holen. Das Problem dabei ist, wir können es nicht in irgendeine Richtung ziehen bzw. die Größe verändern. Dann lösche ich das jetzt gleich mal wieder raus und gehe zu diesem. Dies hat jetzt den Vorteil, wir können hier die Größe verändern, wie wir es haben wollen, wir können es ziehen. Also wer es lieber so haben möchte, der kann auf weatherwidget.io, steht dann hier, und kann hier oben einfach nur den Ort wählen. Dann könnt ihr hier oben die Standardbezeichnung, sollte dann das sein. Einen zweiten, das wäre dann das drunter, die Sprache. In den Optionen könnt ihr dann eine Schriftart wählen. Ich nehme jetzt einfach eine andere Schrift, dass ihr seht. Ihr könnt hier die Icons anpassen. Sollen sie starr sein oder sollen sie animiert werden? Wie hier, hier seht ihr die kleinen Tropfen. Dann könnt ihr nur die aktuelle Prognose nehmen oder die grobe Übersicht oder eben beides zusammen. Und die Prognosezeit geht bis zu 7 Tage. Also wenn ihr hier jetzt 5 wählt, jetzt weniger. Bei den Themen könnt ihr die Themen noch anpassen in den Ebenen, wie ihr wollt. Also es ist schon recht viel, wo ihr beeinflussen könnt hier. Oder ihr könnt ein Bild mit reinmachen. Als Hintergrund, da bleibt ihr ganz frei. Ich habe hier die Wetterverhältnisse gewählt. Das heißt quasi, jedes hat ein eigenes Wetter. Also wenn es hier mal düsterer ist, genau, dann könnt ihr hier hinten nochmal die Farben separat auswählen. Es ist wirklich auch sehr flexibel. Dann könnt ihr hier den Code abrufen
Diesen kopiert ihr euch wieder. Dann geht ihr in die Objekte, fügt es bei dem anderen ein. Ich habe es jetzt das Original gelassen. Geht in den Editor und wie zuvor, ihr nehmt den String, zieht ihn euch so wie ihr ihn haben wollt, wählt jetzt in diesem Fall das andere Wetter aus, so jetzt dieses, und jetzt seht ihr nur hier oben den Ort. Wenn ihr diese Seite jetzt aktualisiert, dann wird euch das Ganze angezeigt. Vorteil und Nachteil von dem Ganzen. Wie gesagt, ihr könnt den schieben, wie ihr möchtet. Nachteil ist, wenn diese Seite halt mal ausfällt, genauso wie diese, dann habt ihr keine Übersicht. Dann kommen wir zu einem Adapter. Das ist der YR-Adapter von der Seite YRNO. Zeige ich ihn euch mal. Dazu müsst ihr hier oben einfach nur YR eingeben. Dann wäre es dieser hier. Wieder installieren über das Plus. Nach der Installation kommt ihr auf diese Seite. Ihr gebt hier heroben euren Ort wieder an. Wählt die Sprache. Das war es eigentlich schon für den Adapter. Ganz wichtig, hier vorne zuerst das Land, Schrägstrich, dann das Bundesland und am Schluss wieder Schrägstrich und dann der Ort. Ihr bekommt dann, wenn ihr diesen Adapter installiert habt, in den Objekten ebenfalls das JR.0. Dort seht ihr die einzelnen Tage, so 0. Und über Info bekommt ihr auch eine HTML-Ausgabe. Und diese HTML-Ausgabe, die brauchen wir im Editor. Da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Diese zwei sind die JR-Adapter. Ihr könnt dann einfach hier herunten über den JRNO-Werber entweder den reinziehen, dann habt ihr schon mal den grauen Hintergrund. Wählt hier drüben nur noch den Adapter aus. Geht auf die HTML-Datei, sieht sie hier hinten schon wieder, auswählen und ihr habt euer Wetter schon visualisiert. Oder ihr wählt hier herum wieder mal den String, selektiert ebenfalls die HTML-Datei und dann könnt ihr sie mit transparentem Hintergrund ansehen. Ja, dann könnt ihr ihn dementsprechend einbinden, wenn ihr einen anderen Hintergrund möchtet oder nicht. Gut, dann war's. Sind die zwei auch schon fertig. Ich aktualisiere mal kurz wieder. Dann kommen wir jetzt mal zu dem nächsten, oder beziehungsweise von mir her der letzte dabei, zu den Icons. Diese könnt ihr am besten selber gestalten, leicht vordefiniert schon. Und dazu braucht ihr aber auch einen Adapter. Und den Adapter wäre das der OpenWeather Map. Diesen installiert ihr wieder über das Plus. In den Instanzen seht ihr dann nur diesen Adapter. Den könnt ihr konfigurieren. Und zwar braucht ihr dazu einen API-Schlüssel. Den bekommt ihr über die Seite homeopenweather.org. Ihr registriert euch hier heroben unter Anmelden. Wenn ihr euch registriert habt, bekommt ihr eine E-Mail. In der E-Mail steht dann euer Key. Diesen Key braucht ihr dann für die Instanz und das ist zugleich der API-Schlüssel. Wenn ihr diesen dann bekommen habt, nur hier oben reinkopieren und den Adapter dann speichern und schließen. Danach bekommt ihr in den Objekten unter OpenWeather Map die nächsten Tage angezeigt. Jetzt, wenn wir hier drauf gucken, das ist der heutige Tag, ihr bekommt hier wesentlich mehr Ausgaben. Ihr bekommt eine Windgeschwindigkeit, eine Windrichtung, welche, also ob es bewölkt ist jetzt in diesem Fall, eine Temperaturausgabe bekommt ihr, den Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Regenwahrscheinlichkeit. Und hier unten bekommt ihr noch ein Icon. Und dieses Icon seht ihr quasi hier. Um dieses Icon einzubinden, müsst ihr einfach nur auf den String Image SMC. Selektiert euch dementsprechend. Ich nehme jetzt gleich mal den ersten Tag. Geht einfach nur auf das Icon, auswählen und ihr seht hier unten, das ist das gleiche.
Ihr könnt dann noch über Number zum Beispiel. Ich mache mal nur kurz einen anderen Hintergrund noch, dass man es besser sieht. Ja, besser. Diese Nummer könnt ihr euch dann einfach wählen und zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Dann könnt ihr hier voranstellen, Luftfeuchtigkeit, Abstand wählen in diesem Fall und dann hinten über Plural macht ihr nochmal einen Abstand und das Prozentzeichen. Dann gucken wir uns mal die Größe an. Ich nehme jetzt das raus, weil dies ist ja das Gleiche. Ihr könnt diese Bilder auch dementsprechend groß ziehen oder klein lassen. Die sind zum Glück flexibel. Dann könnt ihr diese jetzt einfach nur noch kopieren, wieder einfügen und dann dementsprechend das nächste wählen. Zum Beispiel hier die Regenwahrscheinlichkeit. Ein bisschen breiter. Und ich nehme jetzt noch mal einfach das Einzige, was mir jetzt ein bisschen fehlt, ist die. Ach nee, hier haben wir sie. Die Temperatur. Dann hier hinten natürlich in diesem Fall Grad Celsius. Genau, das ist eigentlich komplett flexibel, wie ihr es haben möchtet. Ist natürlich mit wesentlich mehr Aufwand verbunden. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen über die Entscheidung, welches Wetter-Widget ihr einfügt. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis bald.